Ja, wie gefällt Ihnen meine neue Wohnung? Von der Einrichtung her noch übertrieben, aber eher Bauhaus. Und bei jeder neuen Wohnung fragt man sich ja, wer hat hier früher gewohnt, wer dampft da noch nach? Ne? Vielleicht ein entlassener Banker? Süß. Früher undenkbar, meine Mutter hat gesagt, Burli, geh in eine Bank, das ist was Sicheres, das kann man heute nicht mehr so sagen. Aber mittlerweile bin ich ja Bankangestellter geworden, so wie Sie. Mache meine Überweisungen selber, zahle dafür noch Zinsen und und einmal wollte ich nachschauen, ob es Bankangestellte in Natura überhaupt noch gibt. Ne? Ging auf eine Filiale, ich nehme es weg, es gibt sie, sie verstecken sie zwar ein bisschen, aber ich habe sie entdeckt. Hinterm Computer war einer. Hinterm Benjamin. Warum ein Benjamin auf der Bank? Damit wir nicht die einzigen Gepflanzten sind. Und einmal wollte ich 500 Euro, also europäische Euro, keine tibetanischen Kaurimuscheln. Und da hörte ich folgenden hantigen Satz, na, da müssen Sie schon auf Ihre eigene Bank gehen. Mit dem Vogler. Da. Die älteren Herrschaften werden sehen, das hatten diese Hunde, die wir hinten im Auto gehabt haben. Früher. Und eine eigene, das ist nämlich Korruptionsbekämpfung. Und da dachte ich, oh, jetzt wird die Russenmafia kapitulieren. Ne? Vassili, Vassili, es gibt keine 500. Ich habe den Job seit Vassili. Es gibt nur mehr 10er, 20er, 50er, Mäuse, Scheiße. Für jede Heroinlieferung brauche ich einen Kastenwagen nur fürs Geld. Vassili, какой дерьмо, ich hab den Job. Ich werde seriös, ich bleibe in der Branche, ich werde Apotheker. Ja. Sie merken natürlich, Kontakt kommt immer mehr aus der Mode. Man geht nicht mehr selbst auf die Bank, man trifft seine Freunde nicht mehr selbst. Es ist schon sehr schön, wie wir uns unseren Ursinn, die Haptik, immer mehr abgewöhnt. Nicht? E-Banking, E-Learning, E-Thinking, E-Fucking. Ich hatte als Kind so ein kleines Postamt mit Briefmarken und Stempeln, habe gespielt, ich bin der Postbeamte. Und es kommt den ganzen Tag niemand. Und wenn Sie heute auf die Post gehen, merken Sie, die spielen das immer noch. Scott, nicht so hektisch. Ne? Und bei uns auf der Post kann man mittlerweile alles machen. Du kannst Pakete aufgeben, zwei Topfengulatschen kannst kaufen. Oder das neueste Recycling-Klopapier aus ehemaligen Briefmarken. Ne? Und wenn man so allein in seiner eigenen Höhle, in seiner Wohnung lebt und die Außenwelt nicht mehr stört, das Bild des modernen Menschen, kam ja passend zu diesem Teil Autismus die großen Fragen unserer Kultur kennen, die großen Fragen, ich denke, also bin ich. Moment. Was heißt das? Ich denke, also bin ich, wenn ich beim Biller zwei Bananen stehle und denkt man nichts dabei, war ich's dann nicht? Ich denke, also bin ich, klingt super, ist Schwachsinn natürlich. Aber mit diesem Satz kam die Überheblichkeit in die Kultur. Zum Beispiel, dass jeder Mann in meinem Alter seine eigene Renaissance erlebt. Sie wissen, Renaissance, blasse Erinnerung an die eigene Blüte. Und für Männer in der Renaissance gibt es ein ganz, ganz wichtiges Gesetz. Machismo. Klar, brauchen wir nicht reden. Aber Machismo richtig. Machismo falsch ist, in der eigenen Küche zu stehen und zu fragen, wo ist denn Salz? Das ist nur schwach. Ne? Oder Puppi, wach auf, die kleine Wand, auch schlecht, selber geht. Ne? Oder vor der Waschmaschine zu stehen und sie anzuschauen, wenn eben gelandetes UFO, auch scheiß. Machismo richtig heißt im Gegenteil, Frauen wie Königinnen zu behandeln, im Idealfall eine. Weil jeder von uns, der schon mal stereogam gelebt hat, weiß, es ist mehr Mühe als Freude. Ne? Aber man macht's halt. Ne? Also,
Frauen wie Königinnen zu behandeln. Und die guten Frauen, die wirklich guten Frauen, können das nehmen. Und behandeln uns dann wie Fünfjährige, die man beim Entschärgere dich nicht gewinnen lässt. Ne? Und wir kriegen das nicht mit und fühlen uns super. Das ist Machismo. Richtig, danke schön.